Alle Meinungsblogger wurden komplett zerstört. Und zwar von Oxcut. Der hat nämlich vor kurzem das Video gemacht, die dunkle Wahrheit hinter Meinungsbloggern. Und da ich mich mittlerweile ja auch zu den Meinungsbloggern zähle, habe ich mich dadurch sehr stark angegriffen gefühlt und muss mich jetzt aufgrund der Anschuldigungen verteidigen. Also, er fängt sein Video damit an, dass er erstmal erzählt, dass er in Antigua ist, wo er Urlaub macht und es ihm auch sehr viel besser geht und so weiter, was ja auch erstmal vollkommen in Ordnung ist. Er stellt sein Content jetzt auf Travel um und macht keine Meinungsblogs mehr. Allerdings fängt er dann an, die dunkle Wahrheit hinter Meinungsbloggern aufzuzählen, auf die wir ja gewartet haben. Und ich sag mal so, ab jetzt wird es wild. Und so habe ich ja eine lange Zeit so Meinungsvideos gemacht. Und ich muss sagen, die waren am Anfang cool zu machen, weil das ist einfacher Content. Das heißt, du stellst deine Kamera auf, du beschäftigst dich mit einem skandalösen, aktiven, trendigen Thema. Zum Beispiel Sinan-Thema so. Ihr wisst ja, was da passiert ist. Und dann stürzen sich alle Meinungsblogger drauf. Und es ist eigentlich fast schon garantiert, dass du viel mehr Klicks kriegst, als zum Beispiel, wenn ich jetzt in ein Video poste und das heißt dann, ja, ich bin gerade hier mit meinem Hund spazieren. Und das ist halt vollkommen logisch. Wenn man irgendwas generisch Langweiliges in den Titel schreibt, wird das natürlich nicht so arg viele Klicks bekommen. Es geht ja eigentlich nur darum, für die Zuschauer irgendeine Form von Mehrwert zu erzeugen. Und das kann ich halt einerseits tun, indem ich jetzt sagen würde, 5 Tricks für Hundebesitzer, oder eben einen Meinungsblog mache, indem ich meine Meinung zu irgendwelchen Themen abgib. Denn sowohl das Argumentieren als auch das politische Denken kann euch im Leben potenziell weiterbringen. Und letzten Endes, selbst wenn es das nicht tut, scheinen es manche unterhaltsam zu finden. Und Musik, Bücher oder Filme wird euch doch jetzt auch niemand verteufeln, nur weil da jetzt keine krasse Message drin ist vielleicht manchmal. Also, wer ist Oxcut, dass er sagen kann, die Klicks, die man auf Meinungsblogs macht, die sind weniger wert, wenn es die Leute doch sehen wollen. Da ist doch erstmal nichts verwerflich dran. Social Media ist eben so, wenn du nicht konstant durchziehst, dann gehen die Klicks weg. Merke ich das jetzt so auch. Ich mache jetzt anderen Content ein bisschen. Was ein bisschen vielleicht einen anderen Mehrwert hat, meiner Meinung nach, und viel höheren Mehrwert, so in meiner Ansicht so, weil diese Videos bleiben für immer, die inspirieren Menschen für immer und nicht nur. Also, wenn ihm Meinungsblogs nichts mehr geben und er lieber Reisecontent machen möchte, ist das doch vollkommen okay. Aber, dass die Klicks nach unten gehen, ist doch ganz klar. Das ist kein Anzeichen eines Problems. Wenn es die Leute nicht interessiert, dann interessiert es die Leute halt nicht. Und Debatten sind nicht sinnlos. Die gab es schon immer und gerade in einem politischen Bereich ist das natürlich nochmal relevanter, aber auch in unserem YouTube-Bereich lernt man doch einfach zu argumentieren, über Dinge kritisch nachzudenken und so weiter. Und es kann ja sein, dass er das nicht möchte, dass das nicht seine Art von Content auf YouTube ist. Aber er kann doch nicht von seinen Zuschauern verlangen, die ihn damals für Meinungsblogs abonniert haben, dass sie jetzt auf einmal seine Reisevideos anschauen und sich dafür viel mehr interessieren. Weil Leute schauen gerne eine Sparte von YouTube und wenn er das nicht mehr bedienen kann, dann werden seine Klicks nach unten gehen und das ist dann nicht die Schuld des Zuschauers. Weil im Endeffekt redest du über einen Menschen so und dieser Mensch ist vielleicht im echten Leben ein guter Mensch oder hat gute Absichten, weil ich weiß, wie sich Menschen fühlen, wenn sie im Internet gehatet werden. Das ist für Menschen psychisch extrem hart, vor allem wenn sie nicht in dieser Szene stattfinden. Guck mal, ein Khan zum Beispiel macht unnormal viele Klicks mit solchen Themen und macht damit auch Geld. Während Privatpersonen, über die er redet oder in das schlechte Licht rückt, eben nicht so ist. Wisst ihr, was ich meine? Und hier vergisst er einfach komplett zu differenzieren. Denn Leute, die mit einer riesen Reichweite gegen Privatpersonen gehen und die wirklich mobben, bis die sich vielleicht etwas antun, sind absolut ekelhaft, aber gehören auch nicht zu unserer Meinungsblogger-Szene. Was Kani Abi gemacht hat, war, soweit ich weiß, Videos gegen seine Ex-Freundin gemacht und die darin ziemlich fertig gemacht. Sowas würden Leute wie ein Alpaka-Kevin, ein Kützer oder ein Konditorei-Fernsehen niemals machen. Sowas gehört sich natürlich nicht, aber sowas macht eben auch kein anständiger Meinungsblogger. Guck mal, jeder Meinungsblogger weiß, was gut ankommt. Zum Beispiel ein Kuchen-TV, der macht ein Video über Shoyoka. Der weiß, ah, alle hassen die, es ist einfach, ich mache ein Video, ich kriege meine Likes, ich kriege meine Anerkennung, alle sagen, boah, wie blöd die ist, die Frau. Und dann kriegt er seine Klicks. Ich habe das gar nicht mitverfolgt. Ich weiß gar nicht, wer die Frau wirklich ist. So, und das heißt dann, dass diese Leute weitermachen, weitermachen, weitermachen und die Kuh richtig auspressen. Excuse me, hast du Shoyoka gerade wirklich mit einer Kuh gleichgesetzt? Aber mal im Ernst, Shoyoka ist hierfür wirklich das ungeeignetste Beispiel. Sie äußert sich monatelang nicht und sagt dann plötzlich wieder sowas. Um das vielleicht einzuordnen, für die Leute, die nicht wissen, wer Imp ist. Imp hatte unter anderem ein Format mit einem Neonazi. Also diese Person scheint es wirklich zu genießen, zerstört zu werden. Anders kann man sich das schon fast nicht mehr erklären. Und da habe ich gemerkt, okay, so funktioniert anscheinend die Szene. Du musst einfach nur das nachplappern,
was die Mainstream-Leute hören wollen. Und das ist sehr traurig, weil für mich war YouTube immer Leidenschaft, für mich war YouTube immer Spaß und... Also bei einigen meiner Videos war es mir im Vorhinein wirklich schon klar, dass die nicht so besonders gut ankommen werden. Zum Beispiel das zum Video von Rob Bubble. Sein Video war super bewertet, also werde ich wahrscheinlich einige Dislikes kriegen, wenn ich das Video kritisiere. Einige haben das auch getan und es hat auch einige negative Kommentare gegeben. Andererseits hat es einigen gefallen, dass ich eben eine andere Meinung dazu wiedergebe und eben dem Video nicht blind zustimme, sondern meine Meinung dazu abgebe. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist nur bei mir so, aber zum Beispiel Videos zu der Thematik zwischen Leon Mascher und Stay. Ich meine, Leon Mascher wird überall gehasst. Man müsste doch denken, diese Videos sind richtig schlecht angekommen. Und ja, die haben von einigen Stay-Fans Dislikes bekommen, weil man eben Stay angegriffen hat. Aber die Videos kamen jetzt trotzdem nicht super schlecht an, nur weil man eine Anti-Mainstream-Meinung abgegeben hat. Ich muss sagen, ich habe ja mit einigen YouTubern schon Kontakt gehabt. Aber die Meinungsblogger waren mit Abstand diejenigen, die am meisten auf Klicks geguckt haben, am meisten auf Likes, am meisten auf Anerkennung und dieses ganze... Zahlentechnische. Meiner Meinung nach, die meisten von denen, mit denen ich Kontakt hatte, waren meiner Meinung nach komplette Narzissten. Die waren so überzeugt von sich, dass ich meistens bei den Telefonaten oder Schreibereien gemerkt habe, ich, die reden nur von sich selber. Ja, jetzt erklärt uns der Typ, der sich vorhin darüber beschwert hat, dass seine Videos jetzt weniger Klicks machen und der ganz anders ist als diese ganzen Narzissten. Warum die Meinungsblogger zu viel das Wort ich verwenden? Schauen wir doch mal, ob er das auch ein, zweimal getan hat. Ich mache jetzt, weil ich habe ich mir vorgenommen, wollte ich, merke ich, ich dachte mir, bin ich jetzt hier, dass ich einfach mal so, bin ich jetzt, ja, ich bin, das erlebe ich, ich habe mal, und ich muss sagen, ich habe noch nie, werde ich auch so, ich mache es so, ich würde versuchen. Das kann man wirklich keinem erzählen. Oxcut, der Typ, der viel cooler ist als die ganzen Narzissten, erklärt uns in einem 16-Minuten-Video, dass andere zu oft ich sagen und in diesem Video benutzt er das Wort ich nur so circa 3000 Mal. So, und diese Leute sagen mir das auch. Ich habe keinen Bock, ich will eigentlich was anderes machen. Aber die machen nichts anderes. Warum? Weil die damit Klicks machen. Weil sich die Leute, es klingt hart und da nehme ich mich nicht aus, die Leute interessieren sich für Fitna, nicht für dich als Creator. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber den Abbau von Personenhype finde ich eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Früher hat man vielleicht einfach unkritisch einem Apo Red zugeschaut, bis dann eben ein Mimi aufgezeigt hat, wie falsch diese Person ist, wie er Leute gescammt hat, Leute abgezogen hat oder zum Beispiel eine Frau belästigt hat. Und daran ist doch eigentlich wirklich nichts schlecht. Eine Person kritisch zu hinterfragen sollte doch immer besser sein, als ihr blind einfach hinterher zu rennen. Für mich persönlich wirkt das so, als würde er einfach gerne mehr Personenhype haben. Also, dass ihm alle einfach folgen, egal was er macht, seine Videos anschauen und so weiter. Kann ich ihm jetzt natürlich nicht unterstellen, aber nach allem, was ich gesehen habe, ist das der Eindruck, den ich gewonnen habe. Vielen Leuten, mit denen ich mal schlecht war oder so, mit denen bin ich auch mittlerweile gut. Ich mag die meisten Leute. So, außer Tobias Huch. Der bleibt für mich eklig. Also allein seine Haltung und so. Ich will mit solchen Menschen komplett gar nichts mehr zu tun haben. Die anderen Leute, da könnte man noch so drüber reden, ob man da... Okay, cool. Du verurteilst also Meinungsblogs, weil die Person sich ja persönlich angegriffen fühlen könnte. Und gleichzeitig findest du aber es legitim, Tobias Huch ekelhaft zu nennen, obwohl du doch auch nicht wissen kannst, ob die Person vielleicht privat ein guter Mensch ist. Ist schon ein bisschen komisch so. Also ja, ihr hattet privat ein bisschen Kontakt, aber du kannst doch trotzdem nicht bewerten, ob er jetzt eine gute oder eine schlechte Person ist. Und im Zweifel sollte man nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch mal ekelhaft ist, bis man das Gegenteil bewiesen hat, oder? Das ist eine Plattform, die vor allem durch Spaß und Unterhaltung groß geworden ist. Und nicht durch Gehässigkeit und schlechte Themen und nur Bad News. Ich weiß, du sitzt auch da gerade und reibst dir deine Hände. Was ist das nächste große Thema? Wer baut jetzt Scheiße, dass ich da drauf kann? Zugegeben, ich fühle mich etwas ertappt, aber man muss letztlich sagen, das Video von Oxcut ist auch nichts anderes als ein Meinungsblog. Es heißt Die dunkle Wahrheit über Meinungsblogger, was auch ein extrem reißerischer Titel ist, und er wollte damit ganz offensichtlich auch Klicks machen. Es wirkt einfach so, als wollte man sich über andere stellen und seinen eigenen Content damit pushen, vielleicht weil man unzufrieden ist, dass andere mehr Klicks machen, und seine Argumentation hat einfach an so vielen Stellen gar keinen Sinn ergeben. Abschließend sagt er noch das hier. Guck nicht nur auf Klicks, guck nicht nur auf Likes, guck nicht nur auf Anerkennung, guck nicht nur darauf, dass Leute dich beklatschen. Und da ich ja so ein ekelhafter Meinungsblogger bin, der nur auf die Zahlen schaut, bitte ich euch das alle mal zu machen. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da, schreibt eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Ey, ey,
bin sehr temperamentvoll.